Wir sind jetzt auf dem Stand von E-Plan und ich begrüße Herrn Maximilian Brandl, Vorsitzender der Geschäftsführung der Firmen E-Plan und Cedion. Herr Brandl, man hört, dass die Industrie brummt, viele Aufträge sind an Bord, jetzt muss man die ganzen Aufträge abarbeiten. Gibt es eine Möglichkeit, wie Sie den Projekteuren die Arbeit erleichtern können? Ja, unser Motto ist ja effizientes Engineering. Insofern sind wir immer wieder am Überlegen, wie können wir die Arbeit der Ingenieure noch effizienter machen. Und ein ganz wesentliches Thema ist hierbei der Cogenier, eine neue Lösung, mit der wir über eine Konfigurationsoberfläche bestimmte Baugruppen vordenken können. Das heißt, dass sie weniger Ressourcen brauchen oder dass sie mehr Aufträge in derselben Zeit abarbeiten können. Ideal bei diesem Fachkräftemangel, den Sie angesprochen haben, den wir zurzeit überall haben. Sie haben auch schon den Syngenier. Können Sie uns noch mal kurz erzählen, was macht der Syngenier und wie weit ist die Entwicklung da gekommen? Ein großes Thema ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Engineering-Disziplinen, sprich zwischen Elektrotechnik, Mechanik, Konstruktion und der Softwareentwicklung. Und da kommt das Thema Syngenier zum Tragen, weil er einfach hilft, dass diese drei Disziplinen besser miteinander kommunizieren, besser zusammenarbeiten. E-Plan ist ja im Verbund mit der Firma Rittal auch. Da gibt es ein spannendes Thema der digitalen Durchgängigkeit von der Planung bis zum fertigen Schaltschrank. Genau. Können Sie uns das noch mal kurz erläutern? Gerne. Das ist eigentlich das dritte große Thema. Wir nennen es die Wertschöpfungskette, dass wir sozusagen nicht nur aufs Engineering alleine schauen und dort schauen, dass wir möglichst gut konstruieren und engineeren, dass wir auch schauen, wie wird das Ganze später gefertigt, also was passiert im Schaltschrank. Aber wir gehen sogar noch einen Schritt weiter und schauen inzwischen, wie funktioniert der Betrieb, wie funktioniert die Wartung. Und da geht es sehr häufig darum, dass man durch etwas mehr Engineering auch dem Werker am Shopfloor viel bessere Informationen geben kann, wie er zum Beispiel verdrahten soll. Verdrahten ist das zeitaufwendigste im Schaltschrankbau. Über 40% der Zeit benötigt man für die Verdrahtung. Und wenn man im Engineering gut vorarbeitet, mit durchgängigen E-Plan-Lösungen arbeitet, bekommt der Werker auf dem Shopfloor dann genau angezeigt, von wo nach wo er die Verdrahtung machen soll. Wir nennen das ganze Produkt Smart Wiring und sind sehr stolz darauf, dass wir dieses Jahr auch erstmals eine Weblösung präsentieren, wo mehrere Leute dann an einem großen Panelbereich zusammenarbeiten können. Herr Brandl, ganz herzlichen Dank für die Information und viel Erfolg weiter. Vielen Dank.